Ja, mit der Color-Rig-Montage schön vom Ufer aus Skillpunkte machen und ein paar Brocken rausziehen. Das ist sehr, sehr angenehm und es funktioniert vor allem. So, was haben wir denn hier jetzt Kleines dran? Der nächste Brocken, wie gesagt, gerade jetzt hier entspannt vom Grund aus, relativ vom Grund aus hochgezogen. Schöner Schellfisch wieder dabei und direkt wieder raus damit. Ich stehe hier gerade am Land. Man sieht es, glaube ich, so ein bisschen hier gerade im Chat. Hier geht gerade schön ein Brocken nach dem anderen rein. Und ich lasse immer hier ein bisschen absinken, bis die Montage weiter unten ist. Bewegung in Grundnähe. Und dann kurbel ich hier jetzt gerade ein. Tempo 40 habe ich gerade gewählt hier auf der Tagara. Und mache dann so kleine Drehungen immer mal wieder. Und ja, dann ballern die, zack, die Brocken einfach hier rein. Und das Schöne ist, ich habe jetzt gerade dreimal in Folge wieder Skillpunkte bekommen. Ich habe gerade jetzt richtig schön, ja, einfach Erfahrungspunkte im Meeresangeln bekommen. Das ist halt sehr, sehr angenehm. Also das läuft hier jetzt gerade wirklich gut. Wir können gleich mal eben reingucken, wie weit ich bin. Ich zeige natürlich auch gleich nochmal das Setup. Für das Color Rig muss man natürlich dann die Bootsroute verwenden. Und die Bootsroute, ja, ist eigentlich ja nicht ideal jetzt hier für solche Aktionen, fürs Auswerfen vom Land aus. Achtet auch ein bisschen darauf, dass ihr nicht so ganz super schwere Bleie verwendet, damit man hier nicht eben extra noch Verschleiß farmt. Also, so sieht das Setup hier gerade aus. Wie gesagt, die Coast Runner, die erste kleine Bootsroute, die ich habe, die leichte Bootsroute, 60 Gramm Wurfgewicht. Ich habe jetzt hier gerade den 150 Gramm Blei und das nehme ich gerade, werfe aber auch jetzt nicht volles Met aus, sondern lade so ungefähr bis Viertel vor oder drei Viertel auf, halb, drei Viertel, dass ich so auf 50, 60 Meter ungefähr rauskomme hier an der Stelle. Wir gehen gleich nochmal ein bisschen detaillierter auf Setup ein, aber jetzt gerade, wo es hier läuft, direkt mitnehmen, ein nach dem anderen, so soll das ja auch sein. So, jetzt kann man eben gucken, was wir hier haben. Der nächste Brocken, zack, wieder ein Schellfisch. Hier ist gerade drei in Folge, gar nicht verkehrt. Ja, und vorher waren hier, ne, auf einmal die Steinboot, jetzt die Schollen, zwischendurch mal einen Köhler. Ihr seht auch von den Gewichten her äußerst angenehm hier die letzte halbe Stunde, die ich hier an der Stelle stehe. Das hier war noch vorne am Spot, vorne am einem anderen Grundspot sozusagen, am Fähnchen, wenn man die Map aufmacht. Jetzt habe ich aber deutlich weiter geworfen. So, nochmal ein bisschen absinken lassen. Und jetzt wieder loslegen. Ja, die Stelle hier, das ist die Stelle, die hatte der Android im Discord gepostet. Er hat hier schon mehrfach ganz gut auch rausgezogen. Auch schon super Trophys gefangen hier an der Stelle. Die große Frage ist natürlich, wie weit hat er da rausgeworfen? Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich denke mal, irgendwo zwischen, ja, 25 und 70 Meter irgendwo da wird er gerade unterwegs sein und hier auch ganz gut dann rausziehen. Und er ist hier auch schon unterwegs mit den anderen, mit den etwas höheren Montagen. Das heißt so mit den Seitenarmmontagen, das scheint wohl auch zu gehen. Ja, im Moment, wie gesagt, bin ich immer noch mit dem Color Rig unterwegs. Skillpunkte mäßig gucken wir jetzt gleich nochmal. Ich glaube, hier ziehe ich jetzt noch einmal eben durch. Und dann von der Bewegung her einfach immer so ein bisschen kurbeln. Wichtig ist eben, hier steht die ganze Zeit Bewegung in Grundnähe. Es kommt jetzt nicht irgendwie eine Jig-Montage oder sowas zustande, sondern es kommt einfach hier so ein bisschen Bewegung. Genau, ich habe auch schon mal unterschiedlich probiert. Mal so ein bisschen schneller, zapp, zapp, so in kurzen Intervallen. Oder größere Intervalle, mal mit ein bisschen länger Pause. Also es gibt verschiedenste Bewegungen und auf einmal ballert da eigentlich was rein. Das heißt, der nächste Fisch schießt drauf und will dann unbedingt rausgezogen werden. Ja, aber sowas passiert hier natürlich auch, dass dann zwischendurch mal nichts geht. Vielleicht war das jetzt auch einfach gerade ein bisschen zu weit oder zu schräg geworfen. Kann alles sein. So, nochmal eben hier durchziehen.
auf den letzten Metern und dann gucken wir gerade noch mal rein. Das Setup bzw. der Köder war auch ein Tipp aus dem Livestream. Also ich ziehe es mal eben rein. Das soll auch funktionieren hier. Genau, da ist er. Der blaue am 34er, auf der 34er Sandbank, soll das auch gut funktionieren. 34 Meter Plateau. Ich bin hier gerade mit 4-0er Haken unterwegs, also nicht ganz so groß. Und was, glaube ich, ein ziemlich wichtiger Einfluss ist, achtet auf die Länge von der Mundschnur. Die Mundschnur, also dieses Vorfach hier, das sollte bei einem nicht ganz so hohem Tempo auch nicht ganz so lang sein. Und deswegen habe ich jetzt hier 40 cm Länge gewählt. Die Dicke könnte vielleicht sogar noch ein bisschen dünner sein, aber es passt, es hat funktioniert. Und wie gesagt, damit ihr nicht so viel Verschleiß habt hier auf der Schnur und auf dem ganzen Set sozusagen, auch das Blei nicht so ganz hoch wählen. Wenn man schon mit so einem Gerät hier die ganze Zeit immer auswirft, dann eben versuchen, dass man da nicht so volles Matt immer rausballert und dadurch eben auch noch zusätzlich Verschleiß farmt, zum Beispiel auf der Schnur. Ja, so im Großen und Ganzen funktioniert es ganz gut. Man sieht das ja jetzt hier ungefähr, wie das dann auch so aufgebaut ist. Das heißt, wir ziehen das Blei über den Grund und der blaue Wurm, der flackert schön durch das Wasser, zieht sich über den Grund und triggert dadurch die Fische. Ich teste jetzt auch nochmal eine etwas andere Farbe. Wir gehen, glaube ich, gerade so, ja, 19 Uhr, so langsam in den Sonnenuntergang. Ich nehme mal jetzt vielleicht mal hier sowas Orangenes. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Auch das nochmal eben locker ausgeworfen. Absinken lassen. Bisschen Energie dazu. Und dann wieder reinziehen. Von den Prozenten her, ja, bin ich jetzt bei 64 sogar schon hoch. Fast 65% hochgeschossen. Ja, das ist gut. Da sind einige Prozente jetzt reingekommen. Das ist doch schon perfekt. Also im Livestream gar nicht so viele Prozente gemacht. Aber jetzt gerade hier an der Stelle klappt das wirklich gut. Und ich teste jetzt auch hier immer noch mit dieser Montage verschiedene Führungen. Das heißt, eher vielleicht so Intervall oder dreht man einfach mal zwei, dreimal durch und macht dann eine Pause. Kann man ja auch machen. Die Frage ist immer, wie verhält sich die Kugel bzw. also das Blei mit dem Köder? Oder man geht einfach noch langsamer, vielleicht mal so auf eine 20 vielleicht sogar nur. Und dann mal ein bisschen länger durchziehen. 1, 2, 3. Vielleicht ist es eher sowas wie Führung mit Zwischenstopp sozusagen. Dass das noch ein bisschen triggert. Also da müssen wir tatsächlich auch noch ein bisschen rumprobieren. Wenn du da schon Erfahrung hast, gerne unten in die Kommentare reinschreiben, was für dich vom Land aus jetzt hier die beste Führungsmethode ist für das Color Rig. Vielleicht hast du da ja schon Erfahrung und kannst die mit uns allen teilen. Das wäre natürlich super. Ich habe zuletzt hiermit sehr viel eben auch geschleppt. Auch das hat super funktioniert. Was eben auch mit diesem blauen Gummiköder sehr gut funktioniert hat, war, wie gerade schon gesagt, auf dem 34er. Da sind sehr viele Shellfish reingegangen. Der Shellfish hat auch in einem Gewicht von ungefähr 3-4 Kilo auch schon sehr gut Silber gebracht. Dafür war die Frequenz richtig top. Also hier in diesem Bereich einfach langfahren hat sich tatsächlich auch mit dieser Montage schon wirklich gut gelohnt, also auch silbermäßig gelohnt. Wobei ich tatsächlich auch sagen muss, jetzt hier an der Stelle mit diesen unterschiedlichen Fischen, das hat wirklich gut Erfahrungspunkte gebracht. Also von daher bin ich momentan damit super zufrieden. Werde das, wie gesagt, hier jetzt auch noch ein bisschen weiter betreiben. Ich meine, silbermäßig, ja, ist natürlich auch immer nett, aber im Großen und Ganzen kommt es mir jetzt gar nicht so sehr auf Silber an. Ja, wichtig sind die Prozente, das ist gerade das A und O und die wollen wir halt gerade farmen und ich denke, ich werde auch erstmal durchziehen das Ganze hier noch bis 75%. Da wird es dann nochmal richtig spannend, da freue ich mich auch schon drauf, ab 75% mittlere Bootsroute, dann geht es auch schon mal ein bisschen mehr in die dicken Brocken rein und dann ist es auch ein bisschen einfacher, die größeren Fische rauszuziehen. Also das ist momentan mein Ziel
Und wenn man dieses Ziel erreicht hat, dann gehe ich auf jeden Fall entspannter in das Ganze hier rein. Dann werden natürlich auch noch weitere Sachen freigespielt, aber ich denke, die werden dann auch hier Dead Bait Rig oder sowas oder der riesige Gummifisch. Das sind solche Sachen, die sind dann wirklich interessant für die ganz schwere Bootsroute. Das ist dann alles hier unten absolutes Endgame. Soweit sind wir noch nicht, dafür muss man noch lange sparen, bis man da eine richtig dicke, fette Route hat. Also, ja, ach, wenn noch nicht gesehen, aber ich vermute, die meisten haben es schon gesehen. Wenn noch nicht gesehen, mittlere Bootsroute wird gerade verlost, ich verlinke das Video auch nochmal eben. Tja, einfach mal das Video anschauen. Ein Wahnsinnsgerät, was da von RF4 gesponsert wurde. Eine super mittlere Bootsroute, ja, die man dann ab 75% nutzen kann. Also viel Erfolg damit, schau da einfach mal in das Video rein. Ich baller jetzt hier weiter raus und teste mein Collar Rig. Wie gesagt, ich bin gerade super zufrieden damit. Montage so in dem Setup funktioniert. Und ich teste jetzt hier weiter verschiedene Geschwindigkeiten, die man hier vielleicht auch noch gut rausziehen kann oder durchziehen kann. Und verschiedene Führungsmethoden. Wenn dir das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags immer um 19 Uhr und zurzeit eigentlich jeden Tag. Jetzt kommenden Sonntag zum Beispiel gibt es dann auch noch ein großes Q&A mit RF4. Weitere Infos dazu unterm Video im Discord, auch da am besten mal reinschauen. Auch da sind schon über 5000 Angler, die sich da untereinander austauschen. So, jetzt aber, Petri, entspanntes Wochenende und zieh raus die Borken.